Ja, hallo, moin, moin. Kurz vor Ostern dachte ich, packe ich mal meine Bücherkiste aus und schaue nach Bilderbüchern, die neu gekommen sind. Ich möchte ein paar vorstellen, die jetzt nicht nur zu Ostern passen, aber die einfach für die ganze Familie eine Bereicherung sind, zum Angucken und zum Vorlesen. Zum Beispiel von Juliette Lagrange, Nickel der Dackel. Eine Geschichte, die uns von einem Dackel erzählt wird, Nickel halt, der uns am Anfang gleich bittet, nicht zu lachen, wenn er dann kommt. Denn er stellt sich vor und beim nächsten Umblättern kommt er halt auch erst. Er ist ein wirklich sehr langgezogener Dackel und in einer Familie lebend, die sehr viel Sport macht und auch Wettkämpfe macht und sehr viel Trophäen sammelt und auch seine Mithunde, die auch dort begeistert sind, auch gerne in den Park gehen und dort toben und raufen, das ist alles nicht so Nickels Welt. Er sammelt lieber, er bastelt lieber, er malt. Er versucht auch das zu verheimlichen, das heißt, er versteckt das auch gerne, was immer mal wieder gefunden wird und so fällt ihm das auch schwer, bis er eines Tages dann auch zwei Künstlern über Weg läuft. Und er diesem Geruch nachgeht. Er haut ab. Er macht erst natürlich einen Plan, wie er nachts sein Haus verlassen kann. Das gelingt ihm auch großartig und er folgt dem Geruchssinn und wird fündig in ein Atelier, wo Tiere malen können. Und dort fängt er einfach an. Und er führt ab dem Moment ein Zweitleben. Nur wird er immer unvorsichtiger und seine farbigen Pfötchenspuren verraten ihn bei seinen Frauchen und Herrchen und die werden fündig, dass er ein Zweitleben führt. Aber sind sie böse? Oder sind sie begeistert? Das ist ein Buch, was wirklich das zeigt, was in uns steckt. Und das sollen wir halt fördern. Und dass jeder, egal was es ist, eine Begabung hat. Das Buch ist sehr frankophil gemalt und dementsprechend eine richtige Bereicherung für Groß und Klein. Vorzulesen, zum Lesen, ab Kinder, ab 4 Jahren so circa. Daniela Drescher hatte ich ja hier schon mal ein paar Mal vorgestellt, weil ich mag die einfach sehr. Sie kann toll malen und sie hat eine tolle Art, Geschichten zu erzählen. Gisberts kleiner Garten ist ein Pappbilderbuch für Kinder ab 2 Jahren. Wir lernen wieder Gisbert kennen, wie er im Garten arbeitet. Denn er muss viel tun, damit er das ernten kann, was er am liebsten mag. Für sein Kresselbrot oder für seine Kürbissuppe. Mit dabei ist natürlich auch der Kater Munz. Mal wieder schön gemalte Bilder um Gisbert, den kleinen Regentonnenwicht und seine tierischen Freunden. Mit Kielbezug gibt es von Marina Rütter die Geschichte von Hannes träumt vom Meer. Hannes ist einer der Seehunde, jedenfalls in dieser Geschichte, im Kieler Seehundbecken. Eins der Highlights hier in Kiel. Hannes macht seine Kunststückchen, während ihn die Besucher vor dem Becken feiern, applaudieren. Aber als die gehen, fragt er sich, wo gehen die alle hin? Und dann sieht er plötzlich dort hinten etwas Größeres, die Förde. Vielleicht kann er da ja mal irgendwann hin. Und er versucht es auch. Und er klettert über die Balustrade, robbt über eine Wiese und schwimmt dann plötzlich auch in der Förde. Er ist so komplett begeistert, das hat er noch nie erlebt. Er schwimmt weiter, er sieht ein großes weißes Schiff, er schwimmt noch weiter. Plötzlich ist ein großes Tor, das sich dann auch öffnet. Ein Schiff fährt rein, er schwimmt dort mit hinein und er ist plötzlich befremdet und dann öffnet sich wieder ein weiteres Tor und er schwimmt den Kanal entlang und landet plötzlich in der Nordsee. Und dort trifft er Freunde und dort ist auch die Luft und das Meer ganz anders. Eine Geschichte von einem Seehund, der sich auf den Weg macht von Kiel in die Nordsee und sein Traum wird wahr. Ein Bilderbuch, auch ab 4 Jahren geeignet, mit viel Kiel-Kolorit. Zum Abschluss die allerkürzeste Gute-Nacht-Geschichte der Welt von Fitzgerald und Hindley. Das ist das, was abendlich wahrscheinlich in vielen Elternhäusern, Familienhäusern passiert. Die Kinder sollen ins Bett gebracht werden und es soll noch eine Gute-Nacht-Geschichte vorgelesen werden. Und hier wird auch versprochen, es ist die allerkürzeste Gute-Nacht-Geschichte der Welt. Dann wollen sie anfangen, diese zu erzählen. Aber halt, Moment! Haben es denn alle wirklich gemütlich? Erstmal nochmal alles zurechtklopfen, nochmal zurechtlegen. Dann wird wieder angefangen. Aber Moment! Haben wir denn wirklich an alles gedacht? Haben wir Zähne geputzt?
Haben wir das alles getan? Na gut, wenn das alles erklärt ist, fangen wir an. Aber Moment, sind denn alle Kuscheltiere denn dort? Die müssen doch auch dabei sein, zuhören. Und so weiter, beziehungsweise man muss sich auch noch warm sprechen, man muss sich auch noch mal strecken, bevor man anfangen kann, die kürzeste Geschichte der Welt zu erzählen. Und was die allerkürzeste Geschichte der Welt ist, die nur aus 10 Wörtern besteht, erfährt man in diesen bunten Reihen. Ich wünsche viel Spaß beim Entdecken, beim Lesen und beim Vorlesen. Und bleibt alle belesen. Viel Spaß, bis bald.